hier bei Wirlens unterwegs. Danke erstmal für die Erlaubnis zu reagieren, Brudi. Und ihr seht schon, es gibt einen extrem dicken Clash zwischen den Skibidi Toilet Charakteren und den Titans. Und Junge, das wäre mal was ganz Wildes, wenn sich der Skibidi Scientist in diesen Ultra-Mech, in diese Mech-Toilette verwandeln würde. Zuzutrauen ist es. Und da hinten der Tree Titan, ne? Wenn der jetzt vielleicht auch noch vorkommen könnte, wäre krass. Aber Leute, ist egal. Der Camera Titan wurde gerade pulverisiert. Bruder, absolut Feierabend. Nur der macht den Daumen nach unten. Oh Gott, die Säge. Stark. Titan TV Man, ne? Wann kommt der mal wieder? Da ist doch der Skibidi Scientist Toilet. Uff. Nee, das war sie nicht. Das war sie nicht. Definitiv nicht, Leute. Jetzt gibt es hier so ein heftiges Battle zwischen zwei riesigen Giganten. Ich lieb's. Sind das noch Cameraman-Charaktere? Weiß ich ja nicht. Er nimmt ihn an die Schulter, gibt ihm nochmal einen kleinen Lasershot rein. Finde ich ja ganz cool. Aber es gibt nochmal einen Stich. Er hat anscheinend schon in einem Bildschirm irgendwie Schaden genommen. Und es scheint ihn null zu jucken, ne? Er hat vorne so eine Gasmaske, die jetzt kaputt gegangen ist, so wie es ausschaut. Bro, was passiert hier? Oh, er konnte ihn nicht besiegen. Das Ding sieht so krass aus. Guckt euch hinten, war dieses Skibidi Toilet. Hat die sich jetzt gerade fusioniert mit dem? Nein, die hat ihn wegteleportiert. Okay. Ziemlich crazy. Ja, also einen Daumen gibt der Speakerman auf jeden Fall gerade nicht so, ne? Weil der ja richtig mad ist. Was geht da jetzt ab? Jetpack? Gibt es ein Upgrade oder was für jemanden? Sieht so aus. Der Speaker Titan bekommt jetzt das Jetpack als brutales Upgrade. Sagen sie erstmal Moin. Da unten ist TV Plunger? Könnte sein, weiß ich nicht. Es gibt die Tolle, will hier gerade ein bisschen Stress machen. Ja, es ist der Plungerman Upgrade. Stellt euch mal vor, so ein Upgrade kriegt der noch, ne? Wie krass wäre das? Sieht cool aus. Oh ja, ich kann mich entsinnen, da war was in der Richtung. Ich habe, glaube ich, den einen oder anderen Clip schon mal gesehen. Jetzt werden wir nämlich die gesamte Story einmal sozusagen schauen. Und hier sieht es so aus, als würde ein Riesenproblem auf die Charaktere zukommen. Junge, das ist einfach eine Zombie-Beschwörungs-Toilette oder was? Aber Plungy hat alles im Griff und er macht den Totenkopf in den Fernseher. Kick mal kurz die Toiletten weg. Ja, okay, das sind aber echt mieseste Dullis. Er kann sich teleportieren. Das finde ich nice. Er schnappt ihn mit seinem Greifarm. Zumindest probiert er es jetzt, denke ich mal. Oh, oh, hat sich direkt nach oben teleportiert, ne? Er sagt, du bist dead. Der Speakerman scheint auch eingenommen zu sein. Was hat denn passiert? Jetzt unterwegs. Im Panzer, anderes Schlachtfeld. Jetzt wartet da hinten. Was geht denn da ab? Alter! Was geht denn da ab? Die reißt einfach die Tür auf. Oh, Bro, ich glaube, du bist erledigt, ne? Ja, die nehmen jetzt die Cameramans daraus. Oh no, Leute. Da gibt's einen fetten Lasershot. Aber es sieht so aus, als wäre die Rettung da. Was sind das für komische Bildschirme? Ich dachte, das sieht aus wie so ein Riss, ne? Aber anscheinend ist das jetzt... Sind das Fighter oder was? Ich find's aber blöd, dass sie die jetzt halt vernichten. Weil ich finde, irgendwo, Leute, muss man ja halt auch sagen, sind die Cameramans, können ja nichts für, dass die da so... Ist der, hat der eine Toilette da in seinem Körper drinne? Springt jetzt in die Luft, oder?
Oh mein Gott! Dickes F in die Kommentare für den Cameraman, der sich da gerade in die Luft gejagt hat. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Die kommen mir manchmal so vor wie Zombies, ey. So ein bisschen Left 4 Dead mäßig. Er hat ein Upgrade bekommen. Der Titan TV Speaker ist jetzt am Start. Oh no. Es hilft jemand? Junge, was sind das für coole Charaktere, Mann? Geilo! Der Sound ist auf jeden Fall mies krass. Und der Speaker, den hat's mal direkt rausgefetzt aus dem Leben. Er geht in die Kampfformation. Sieht aus, als wäre der so radioaktiv verstrahlt, ne? Das sieht so heftig aus, wenn da dieses grüne Licht hochkommt. Und die Cameramans laufen da gerade weg, ne? Und dann kommt der Plunger und sagt, moin, ich bin's. Aber ich find's crazy, dass nur drei Leute kämpfen. Okay, vielleicht kämpfen sogar mehr. Ist das jetzt einer von denen oder ist das einer, der grün ist? Es ist der Titan TV Man. Digi, lass dich doch von dem nicht. Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist das denn? Der nimmt jetzt nicht seinen Körper ein, oder? Oh, Bro. Du hast ein ganz großes Problem. Heftig! Skibidi Wars, Episode 79, coming soon. Alter, geil. Das war auf jeden Fall gerade mal wieder richtig wild. Ich lieb das einfach. Villainsteer ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Habt ihr noch Bock auf eine kleine Challenge, Leute? Dann würde ich sagen, bleibt dran. Wir sind hier nämlich bei Quiz Mode. Und es geht darum, dass wir den Sound erraten müssen zu den entsprechenden Skibidi Toilet Scenes. Eine korrekte Antwort gibt einen Punkt. Okay, ich bin ready. Wir können starten. Was hat er hier? Runde 1. Boah, der, das war sehr schwer. Ich glaube, das war unten rechts, aber mittig. Oben links. Komplett RIP gewesen. Ah, verdammt, Leute. Also, ich sag mal, gute Profis holen hier locker 7 Punkte raus. Na, es ist ja gerade am Anfang auch immer nicht ganz so einfach. Kanal habe ich abonniert, Bruder, sonst würde ich deine Videos nicht sehen. Kuss, kuss. Round 2. Okay, Moment mal. Es könnte sein, dass das links ist. Nein! Oh, das, was ich eben genommen habe als erstes. Ah. Okay, okay, Leute. Ich bin gerade sehr schwach unterwegs. Ich hoffe, ihr habt schon wenigstens einen Punkt. Wäre auf jeden Fall krass. Ohne natürlich das Video zu kennen. Wir machen weiter, Runde 3. Okay, das ist easy. Ich würde sagen, das ist rechts. Was? Leute, also so ein Skibidi Toilet Fail habe ich ja schon lange nicht mehr hingelegt, ne? Dabei ist das noch gar nicht so lange her, die Folge. Jetzt sage ich, mache ich ihn aber. Das ist eine alte Folge. Das ist oben links. Also hier oben, würde ich sagen. Das ist die Polizei, wo dann dieses Toilet reingeslidet kommt. Was? Wollte ich sagen. Ey, okay. Also ganz ehrlich, jetzt die nächsten drei richtig. Muss. Muss. Ist links gewesen? Da stimmt irgendwas. Ich glaube, da hat er sich fehleditiert. Round 6.
links. Ja, es war links. Jawohl. Ich habe einen richtig. Let's go, Leute. Niemals aufgeben. Oben rechts. Unten rechts. Ah, ich wollte unten rechts nehmen. Ich hatte überlegt, wann er das gesagt hat, aber ich dachte, das wäre die Szene, wo er gerade getötet wird, weißt du? Und, boah, das, okay, Digga, das ist das schwerste Rätsel, was es gibt. Ah, easy. Das ist jetzt den Rest, Leute. Ich sag euch, jetzt wirklich Ansage, kein einziger Fehler mehr, hier oben. Die Sprayflasche ist natürlich, das ist der Sound, ne? Okay, was haben wir noch? Da hinten haben sie auch schon angesprayt. Wir haben gestern so einen Secret-Stream gemacht und sind nochmal alle Secrets durchgegangen. Da haben wir den einen oder anderen geilen Secret noch gefunden. Ja, das ist unten. Ganz sicher, oder? Ja, ja, ja. Das ist ganz unten. Also hier, ne? Der hier. Das ist so traurig, weil der Cameraman Titan seinen Arm verliert. Guck mal. Digga, einfach seinen Arm weg. Ja, konnte man nicht mal sehen. Geil. Unten links. Ich glaube schon, das müsste unten links gewesen sein. Oder oben? Ne, unten links. Ja, war schon richtig. Da sah man das erste Mal auch eine Toilette als Cameraman. Wir können morgen gerne mal, wenn ihr Bock habt, so ein Reverse-Video machen, wo es darum geht, dass wir das alles aus einer anderen Perspektive zeigen. Also die Cameramen sind sozusagen Toiletten, ne, und auch der Speaker-Titan und so. Es gibt ein ziemlich, ziemlich cooles Video, habe ich heute gesehen. Und natürlich, die Skibidi-Toilets sind alles Menschen. Wenn ihr Bock drauf habt, Leute, Hashtag Reverse rein. Und dann mache ich morgen früh so ein Video fertig für euch. Jetzt bin ich gespannt. Runde 10, ich muss es haben. Es ist draußen. Oben rechts. Ich glaube, das ist der Fight mit Titan TV Man, wo er sauer wird. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Leute, ich also... Das ist die TV-Man-Musik auf jeden Fall. Da kann ich mir ganz sicher sein, es müsste dann oben rechts sein. Ah, schade, dass... Also das Rätsel hier war richtig schwer. Da hat Quizmode mal wieder was ausgepackt, muss ich sagen. Ich finde es auch gut, wenn es nicht zu easy ist, ne? Und das hier war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Schwierigkeit. Da, wo der TV-Man das erste Mal war, ne? Oben. Das ist da, wo der Laser geschossen wird von Titan Cameraman, wo die Skibidi Toilets reinkommen, aber sich dann erschrecken. Genau. Ah, Bro, da brauche ich niemanden Pfeilen für. Das kriege ich ja so easy raus. Da kommen sie nämlich gerade reingebreached. So, ey, Oma, was geht hier ab? Hier ist Stress. Und dann so, oh Gott. RIP. Rechts. Ganz sicher. Rechts. Das ist da, wo der Titan Speakerman alle wegmacht aus seinem eigenen Team. Sehr, sehr blöde Sache. Hier. Ja, die ganze Armee da gerade vernichtet, ne? Krass. Runde 14 ist natürlich ein Selbstläufer. Und da kommt wieder die geile Musik. Muss ich schon sagen, dass das ist einseitig. Also da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das läuft. Hast du noch einen Bonus für uns? Ich weiß gar nicht, Leute. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 5 oder 6? Von 14 Runden? Thanks for watching. How many points did you score?
Ready. Ey, 6-14, ne? Ich schreib ehrlich rein, Digga. 6 von 14 und ich bin Experte. Also, Leute, so ein Experte kann ich ja nicht sein, ne? Dann kommen mir wieder irgendwelche Leute, ja, die haben alles richtig, bla bla bla. Geht denn hier ab? Bei Deadline auf dem Kanal. Titan TV Man. Wird wieder zum Leben erweckt? Bro, was läuft denn hier? Ne ganzes Gibi die Toilet, Cameraman Ami? Wer ist jetzt der Böse, wer ist der Gute, ist die Frage. Da war gerade ein Menschenkopf hinter oder so. Yo, was ist das denn? Speaker Titan? LOL. Leute, das glaube ich ja jetzt. Digga, so dumm. So dumm. Okay, also teilweise weiß ich ja nicht. Die Effekte, gut, da kann man mit leben. Aber was hat er da gerade gemacht? Hat er den gerade aufgegessen? Bro, was ist denn das hier? Mülltonnen-Skibididis oder was? Ihr merkt schon, ne? Das ist eine richtig verdrehte Welt, was hier passiert. Ich finde das so cool, wie viele Animationen es mittlerweile zu Skibidi-Toilet gibt. Ey, es ist einfach nur geisteskrank. Süß. Schon ein bisschen süß. Oh. Bruder, es ist die Speedy-Mülltonne. So schnell erwartet meine Mutter, dass ich den Müll rausbringe. Genau so. In der Geschwindigkeit mit einer Mülltonne. Ja, tut mir leid. Für dich war es das auch dann, ne? Und tschüssi. Was geht hier ab? Jetzt sind es die Skibidis, ne? Ah, okay. Die zeigen jetzt sozusagen die Situation. Okay, aber da weiß ich nicht, warum sie die Mülltonne genommen haben. Hätten sie auch theoretisch die normale zeigen können. Aber das lasse ich erstmal so gelten. Außer es passiert nochmal. Was machen die denn da? Tschüss! Ja, schon cool. LOL! Welche Episode ist es nochmal? Boah, wild. Ist das der TV-Man? Tatsächlich! Crazy! Clara, ich spiele mal kurz im Fernsehen das Klo runter, Leute, mach das bitte nicht recht. Die Lache, dieses Grinsen sah so dumm aus. Aber noch eine ganze Armee von. Okay, da geht nichts mehr. Springt er jetzt von da oben runter? Hä? Das war ein bisschen sehr komisch gerade. Da muss ich sagen, war die Animation auf jeden Fall nicht so clean. Was geht hier ab? Das ist jetzt die Boss-Toilette in dem Fall. Die Kamera, ja, sie sind die Bösen anscheinend. Da ist eine Bombe im Hintergrund. Ja, die Bombe hat ordentlich geknallt. Alle weg? Das kann ja nicht sein. Weil eigentlich kommt... Genau. Eigentlich kommen die dann, ne? Er fällt vom Dach runter. Was für ein Depp. Das sieht voll schön aus. Gerade so. Richtig ruhig. Ja, und wenn man da hinguckt, ist da die Wissenschaftstoilette. Okay, okay, aber das ist nicht reversed, meine Freunde. Da will ich dann aber gleich die reversed-Sache sehen, ne? Die Map kenne ich irgendwoher. Was macht denn der da? Titan Speakerman kommt. Was war denn das für ein Scam?
Hashtag Scam in die Kommentare, Leute. Was war das denn? Okay, wer ist er? Oder wer ist er denn? Diggi, was ist das denn für ein... Soll das Titan TV-Man sein? Ah, das sieht aus wie ein Goofy, Alter. Ich sag euch ehrlich, Mann. Hashtag Goofy-Man in die Kommentare, Digga. Weil nach was anderem sieht der safe nicht aus. Junge, Junge, Junge. Das ist ja schon wieder... Digga, Goofy Toilets, Leute. Das wäre doch mal ein geiles Video, oder nicht? Okay. Ich gehe davon aus, dass die Sprachdateien benutzen von de facto. Uff, Digga. Wir haben Upgraded Goofy Man, Alter. Upgraded Goofy Man, Leute. Ja, das ist echt. Also, was soll ich dazu sagen? Ist er? Und er ist ja auch noch so einer, ne? Das bin ich, wenn ich sehe, dass du mein Merch nicht gekauft hast. Leute, zu wild. Also, oh, das war gerade köstlich. Was geht denn da ab? Junge, ist das komisch, Alter. Das Video nimmt ja richtig Fahrt auf. Okay, da redet einer. So die AI-Stimme anscheinend. Oh mein Gott. I have to do something. Muss irgendwas tun. So wie es aussieht, gibt es hier so einen kleinen Clash und mittendrin ist halt so ein Typ, ne? Aber Digga, was geht in dieser Stadt eigentlich ab? Oh. Oh, da bin ich mal gespannt. Das ist eine... Also Digga, das sieht ja wohl mal richtig falsch aus, oder was, ne? Was ist das denn? Und wer kommt da jetzt von der anderen Seite, ist die Frage. Oh, Titan Cameraman. Ja, okay, aber der ist auch wirklich angsteinflößend. Es geht bei denen ab. Bruder, haben die da Walter White mit reingenommen? Was ist das? Guck dir mal den Kopf an. Das ist doch Walter White. Hä? Breaking Bad in Skibidi Toilet? Alles klar. Digga! Ja, jetzt gibt's erstmal richtige Schellen, ne? Das ist so safe Walter White gewesen. Guckt euch das an. 100%. Digga! Was läuft bei denen? Irgendeiner läuft da zumindest ein Haus hoch. Titan Speakerman Toilet kommt da nochmal an. Und mit denen schnacken oder was? Ich kann auch eh eigentlich nichts sehen oder wie. Oh, jetzt wird er eingenommen, ne? Oder? Ja, das finde ich cool. Gerade so. Bisschen. Jetzt zerstört er seine eigenen Skibidi Toilets. Das finde ich nicht schlecht. Ups. Okay, das ist vielleicht auch nicht so cool. Er liegt da ein bisschen rum, hat so getan, als ob er tot ist und rennt jetzt weg. Das ist eine gute Strategie, Leute. Oh oh. Jetzt ist Feierabend. Und jetzt wird er eingenommen. Oh no. Ist das hier Titan Goofy? TV Goofy, Leute. Gefällt mir. Ja, also. Ja, okay, das ist auf jeden Fall Full Rip. Ist klar.
Ich finde die Videos irgendwie ziemlich witzig, Mann. Ich muss sagen, also die gefallen mir, weil ich finde die mega lustig, Leute. Oh. TV-Goofy hat gesagt, geh mal zur Seite. Junge. Okay, aber der sieht schon ganz... Also der sieht nicht aus wie ein Dulli auf jeden Fall. Der brät jetzt erstmal kurz die Toilets weg. Da ist er wieder, Leute. Der TV-Goofy. Junge. Bitte hol noch mal TV-Titan-Goofy. Hätte ich voll Bock. Da ist er. Ah, zu gut. Ich lieb den, Digga, das Gesicht. Ah, hör auf. Ich finde das so amüsant, Leute. Ich weiß auch nicht, aber ich kann nicht anders. Es ist doch so lustig, wenn die diese Gesichter haben. Mann, der sieht immer so ernst aus. Okay, so ist cool, ne? Aber so, Digga, wenn er lacht, jetzt wieder lacht. Ich lieb das. Ich kann nicht anders. Digga, das ist irgendwie mehr süß als alles. Das auch. Guck mal. Ist das eine Boygroup oder was? Digga, was ist denn das? Können wir noch mal ganz kurz den Schrei anhören? Scheiße, Mann. Ich kaum nicht mehr klar. Digga. Please help, ey. Oh. Ja, gut. Da haben wir auf jeden Fall Speaker, Titan. Hm, ja, ja. Chillig, chillig. Warte mal. Ach, TV, Titan, Goofy und Speaker, Goofy fetzen sich hier gerade. Okay, also das sieht schon so ein bisschen nach einem ernsten Kampf aus. Aber wenn der jetzt gleich böse guckt oder so, es könnte echt wieder dumm aussehen, ne? Das bin ich. Jetzt, während des Videos, gebe die TV. Hat das hier gemacht. Völlig neuer Kanal. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Und okay, geht gut los. Ich muss sagen, das geht gut los. Wo haben die Leute diese ganzen Skills her? Und warum gewinnen die Skibidi Toilets hier die meisten Kämpfe? Was ist das? Bro! RIP an den Cameraman. Scam? Aber hier muss doch jetzt mal was passieren. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die jetzt hier... Okay, das ist auf jeden Fall eine nice Aktion. Schon mal ein Anfang. Bruder, was ist das denn? Leute, ist das eigentlich eine Uhr? Watchman, oder was? Junge, das... Okay, Mann, das ist schon cool. Was geht? Die Skibidi-Toilets sehen schon ein bisschen deformiert aus. Und er steckt ihn seinen Arm einfach in seinen Mund, okay? Was geht hier ab? Naja, die spülen einfach mal die Klos kurz runter. Chillige Uhren. Hätte auch gern mal so eine. Meine Oma und mein Opa haben auch so eine Uhr, wie der auf dem Kopf hat, ne? Die will ich irgendwann mal erben, Leute. Ich feier das mies. Was ich nicht so feier, sind so viele Skibidi auf einen Schlag. Jetzt kommen aber mehr von diesen Clockmans. Ich sag mal so, geile Idee an sich. Finde nur, die sollten krassere Skills haben als diese Uhren, die jetzt das Klo runterspülen. Aber ich beschwere mich nicht. Der Typ macht das nicht schlecht. Lasst ein Like fürs Video da, sagt er. Da ist er wieder. Ey, wenn so ein neuer Enemy, ne? Ach, die machen Zeitlupe. Oh, da ist der Cameraman und tritt mal kurz die Skibidi Toilet runter. GG, würde ich sagen. Locker gelaufen. Und Leute, ganz kurz nochmal. Ich bringe am 29.09. Merch raus. Ihr seht es hier gerade. Sehr, sehr geil, denn ich mache das im Skibidi Toilet Design. Und Leute, erstmalig habe ich richtig offiziell Merch am Start. 250 Sets sind verfügbar. Da ist ein T-Shirt und ein Turnbeutel dabei und natürlich eine Autogrammkarte. Und drei davon liefere ich persönlich aus, wenn ihr alle gekauft habt. Okay, aber trotzdem...
will ich sehen, was hier passiert. Merch hin oder her? Was geht hier ab? Oder diese Clock, Mann. Die ist wild. Was haben wir hier oben? Kann der gegen diese Riesentoilette ankommen? Ja, sieht... Nein, sieht nicht so aus. Das erste Mal wieder, dass ein Gegner richtig reinschreddet und das war's. Was geht hier ab? Die versuchen die ganze Zeit jetzt aufzuhalten, aber die Skibidi-Toilets werden immer größer und Bro! Es war wild. Was ist das denn? Aufstehen! Es geht zur Schule! Aufstehen! Ungefähr so stelle ich mir den Wecker vor. GG. Ich finde die Flammen in dem Ganzen, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Die feiere ich nicht so. Aber ansonsten muss ich sagen, wie viele Abonnenten hat der Typ? 10.000 oder so? Echt nicht schlecht. Oh no. Ich dachte, das kommt jetzt richtig krass. Irgendwie jemand. Dabei haben die Skibidi Toilets wieder gewonnen. Warum läuft denn der da so cool? Er macht hier irgendwie so. Leute, ist geheimer Code für. Abonniert meinen Kanal. Vielleicht. Oder es heißt einfach, Leute, verzieht euch ganz schnell. Nein! Clock Titan ist hier. Was kann der so? Sieht auf jeden Fall sehr farblich krass aus, wie so eine Ampel ein bisschen. Zeitlupenmodus läuft. Er schickt ganz viele von diesen komischen Uhren raus. Aber er hat an der Seite, an der Hand noch so ein bisschen was. Das finde ich wichtig zu wissen, was es kann. Werden wir auch safe noch herausfinden. Boah, Junge. Was er denn, Alter? Er gibt ihn Elektroschocks. Ist der Typ jetzt Cop geworden oder warum ist so krass? Den sehe ich. Also nicht das gleiche Design, aber den sehe ich in Skibidi Toilet. Was macht der denn damit? Oh Junge, der hat eine Basie, Mann. Aber eine Stachel-Basie, sehr gefährlich. Digi, wie sieht das denn aus? Hast du Haare im Mund oder was? Was hast du da gegessen, Junge? Guck mal seine Zähne an. Bro. Boah, okay, das Teil sieht eklig aus. Alter, das Teil sieht eklig aus und er gibt ihm so eine dicke Faust. Und jetzt spült er ihn mal runter. Ab in die Kanalisation, Bruder, bis dann. Bruder, nicht der Kameramann. Hey, der kann doch auch nichts dafür, dass er da ist. Bis? Bis? Er kann die Zeit zurückdrehen. Jo! Wie cool ist das denn? Oder der Charakter, krass. Aber ich bin leider ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, was Universum und Zeit anbelangt. Das wäre gar nicht möglich, Leute. Also normalerweise würde man mit sowas eine zweite Dimension erzeugen, sozusagen. Also eine zweite Zeitlinie, kann man so sagen. Das ist gar nicht möglich. Was aber möglich ist, ist, dass die Camera und Speakerman und so weiter grundsätzlich nur noch verprügelt werden von den Skibidi Toilets, weil die einfach zu krass geworden sind. Junge, Hilfe. Kommt neuer Gegner. TV-Man? Das ist ja mal eine Überraschung. Dem würde ich auch erst am mies eine reinkicken. Erstmal würde ich denen so eine dicke Faust ziehen, weil ich richtig sauer wäre, dass mich so eine Toilette essen wollte, ist klar. Es geht hier weiter. Sie säubern gerade so ein bisschen die Stadt. Da bin ich ja mal gespannt, was der TV-Man in seinen Augen kann. Hä? Plötzlich ist kurz Assassin's Creed geworden. Kurz TV-Assassine. Alright, er hat kurz ein Messer so pff, auf X-Men-Basis. Mhm. Was kann er noch so? Er
zeigt auf jemanden. Ah, der Super Cinema Man. Gegen den habe ich in Tierdom gekämpft, Leute. Und genau diese Fähigkeit hat er gemacht. Das war wirklich nicht cool. Das war sehr, sehr crazy. Müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Tierdown, sehr, sehr geiles Format. Wir haben jetzt auch den Kampf mit dem Scientist Skibidi Toilet. Kurz, also entweder ist er gerade raus oder der kommt jetzt demnächst. Sehr, sehr kranker Kampf, weil da sind viele Skibidi Toilets auch in Tierdown. Ich finde den Charakter sogar am coolsten von den ganzen TV-Mans. Auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, TV-Titan ist krass. Nee, Mann, ich finde der Fernseher, weil der so hell leuchtet und so, das strahlt was aus. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt machen wir den Rest, oder wie? Auf chillig, kurz Assassin, X-Men-Style. Oder auch nicht. Anscheinend sind es ganz schön viele... Skibidis und der Scientist war auch gerade da. Du Schweinehund, du. Was geht bei dem Cameraman ab? Oh nein, Mann. Bro, bitte nicht. Lass den nicht rippen. Hey! Mach was. Unternimm was. Oh, das Blade, ne? Oh, Moment mal. Da kommt jemand. TV-Woman kommt erstmal her. Sind wir uns einig, dass in Skibidi Toilet die Frauen irgendwie mies brutal stark sind? Ich will nicht sagen, ist schlecht. Ich will nur sagen, Digga, die sind krank. Die sind heftig. Also die Mädels in Skibidi Toilet, puh. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn so eine weibliche Skibidi Toilet mal kommt. Die müsste ja übel krass sein. Die V-Man wieder auf chillig mit seinem Messer unterwegs. Komm, gönn einfach. Was macht der Speakerman? Er spült hier ganz geschmeidig runter. Heute wieder spazieren gehen, Schatz. Ich gehe heute ein paar Klos runterspülen mit TV. Aber was ist das? Oh, der ist heftig, Mann. Sein Dreifachlaser. Ich weiß gar nicht, was das für eine Skibidi Toilet sein soll. Aber die ist auf jeden Fall wild. Sah aus wie der Sü-Laser. Toilette brennt trotzdem weg. Ui. Der Teleport in die Safe Zone. Ich habe gerade einen versteckten Sound möglicherweise gehört. Was war das gerade für eine Skibidi Toilet? Warte mal, ich muss zurückgehen. Guckt euch die mal an. Die sieht sehr creepy aus, muss ich sagen. Man kriegt den Kameraschutz vor UV-Strahlen wahrscheinlich. Weil jetzt der Titan TV-Man kommt, stimmt's? Ja, geiler Einstieg auf jeden Fall für den. Not bad. Not bad. Und nun zeig mir, was er kann. Also, was er hier zumindest kann. Leute platt treten und eine riesen Toilette mal eben ganz kurz auseinandernehmen. Ich habe ein gutes Gefühl. Boah, yo. Ich wünsche mir so sehr, dass der TV-Man wieder zurückkommt. Ne, der Titan-TV-Man, Leute. Aber er ist halt einfach irgendwie dead, Mann. Man, keine Ahnung, was mit dem ist. Haben die gerade eine Rakete auf ihn geschossen? Seid ihr wahnsinnig? Oh, jetzt kommt die... Jetzt kommt der Merch, die Fusion. Kurz zum Haus geschleudert und ich denke mal, jetzt gibt der Fullstoff. Insta-Dead. So lobe ich mir das. Und auf den lasse ich ein Like da. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Dickes, dickes Küsschen. Dano, ahaut.